mal, liebe Freunde. Guten Tag. Wir sind hier im Museum und irgendwie, das geht jetzt hier gleich, glaube ich, ganz fürchterlich ab. Es regnet im Museum, weil hier sind Löcher in Decke. Das ist nicht wirklich ein sehr sicheres Museum, weil es Löcher in Decke und Löcher in Decke ist nicht gut. So, und irgendwie habe ich jetzt hier ganz, ganz, ganz komische Ängste, die... Boah, die tun schon wieder. Buff. Aber man kriegt die mit dem Schuss, kriegt man die echt gut kaputt. Allerdings muss danach sofort entlüften. Wum, 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 wum. Wum, 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 wum. Wum, 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 wum. So, ne? Seht ihr, die sind sofort weg. Mit dem Schussding sind die sofort weg. Ja, gut geschossen, Cowboy. Gut geschossen, Cowboy. Aber, ne? Freunde, ich glaube, wir haben das Museum kaputt gemacht. Schaut mal. We've damaged the museum. This is a very pity. Very pity. Ah, interagieren machen wir. Nochmal Maya, nochmal Maya. Maya, Maya. Hethitisch, Mennonitisch, Phönizisch, Babylonisch, Assyrisch, Mesopotamisch, Sumerisch. Klingonisch. Na, das denkt er sich alles nur aus. Ja, mit Sicherheit. Ja, solche Sachen schnappt man halt so auf. Ach ja. Im Büro und so. Und so. Peter, du bist ein kleiner Anrufer. Peter, bitte melden. Hey, wie war dein Tag? Leute, wir haben das Sicherheitsbüro erreicht. Es ist das totale Chaos. Das war Sabotage. Überall schwarzer Schleim. Von den Kameras funktionieren nur noch ein paar. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, öffnet doch mal Tor 3487. Nur so zum Spaß. Moment mal. Tor 3847, woher weiß der das? Hey, wir werden angegriffen. Wir melden uns wieder. Halt dich von allen Besitzern. Casa Corba Schmutz, Schorseklamm, Froga, Froga. Dr. Rutherford, wenn Sie noch da sind, könnten Sie bitte Dr. Stans einfangen? Okay, wir sind jetzt im Civil War. Okay, ich habe den Besitzergreifer abgeschüttelt und einen anderen Sicherheitsraum gefunden. Aber Dr. Rutherford ist unauffindbar. Ich habe ihm wohl Angst eingejagt. Du bist kein schöner Anblick, wenn du besessen bist, Ray. Im Ernst. Ich habe euch auf den Kameras. Ihr solltet jetzt zur Bürgerkriegausstellung kommen. Elissa ist gerade da vorbeigekommen. Okay, wir sind dran. Danke. Was ist hier? Eine Gatling? Da eine General Custer oder was weiß ich? Das, auf jeden Fall sind wir hier im amerikanischen Bürgerkrieg. Coole Wummen, ne? Gold und Kohle. Ne? Kennst du den Unterschied zwischen dieser Ausstellung und den anderen? Nö. Die Soldaten hier drin haben Gewehre. Das hättest du jetzt, glaube ich, nicht sagen dürfen, Münsten. Aber danke für die Information. Guter Tipp. Das ist, aha. Yankees und Blaurecker und, Konföderation US. Und immer nur Krieg. Immer hat es Krieg gegeben. Das ist auch hart. Aber sieht ganz cool aus, ne? Hier ein paar schöne Degen, Säbel. Aha. Post, das war doch wahrscheinlich ein Posthorn, ne? Aha, was haben wir hier? Oh, ist das ein Arztkoffer oder was? Ich würde ganz gerne was lesen können, aber das ist alles ein bisschen zu klein zum Lesen. Also wieder Post, das wiederholt sich dann doch wohl eher. Kann ich Kanone schießen? Wie bei Guybrush Threepwood, ich will Kanone schießen. Kanone, Kanone. Gut, geht nicht. Okay, dann haben wir uns hier doch ein bisschen umgeschaut. Aha. Was müssen wir jetzt hier machen, Freunde? Civil War. Ägyptchen. Ja, wir sind zwar gerade hier beim Civil War. Also, was müssen wir jetzt machen, Freunde? Kollegen, wo seid ihr? Ich habe meine Einheit irgendwie verloren. Hallo? Exit. Kommen wir hier raus? Seid ihr abgehauen, Freunde? Seid ihr ohne mich abgehauen? Ne, hier geht's gar nicht raus. Wo seid ihr? Peter? Winston? PKE-Meter. Oh, ein Artefakt. Okay, da nicht. Da nicht. Wo ist das Artefakt? Wo? Komm. Ah, eine Wumme. Alright, das ist auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall ein Artefakt gefunden. Aha. Ah, hier schöne Winchester und Co., ne? Die Silberbüchse, ne, von Finito ist auch bestimmt irgendwo hier, ne? Aber Freunde, wo ist meine Einheit? Cool, da ist einer. Wer ist das? Das ist Winston. Okay, Winston, was? Ray, Peter? Wir sollten da so schnell wie möglich durchgehen und...
Ja, ich hatte eigentlich auch nicht erwartet, dass das geht. Ich wollte mich nur aufmuntern, das ist alles. Gespenstersoldaten, ihr wollt mich verarschen, Freunde. Jetzt geht der ganze Bürgerkrieg auch im Tod noch los. Aber Freunde, habt ihr nichts Besseres zu tun? Im Tod ist unglaublich. Ich habe heftige Störungen auf den Monitoren. Seid ihr in Schwierigkeiten, Jungs? Ja, hätte es nicht der amerikanische Revolutionskrieg sein können? Oder der Rosenkrieg? Oder auch der Drogenkrieg? Nein, es musste ausgerechnet der hier sein. Naja, der welcher denn sonst? Oh, wo kam das? Alter, hast du mich gerade angerotzt, du dumme Sau? Ich muss doch, glaube ich, jemanden in eine Falle postieren, ne? Wir schießen, verdammt. Wir schießen. Na genau, Falle, vorne Falle. Wir müssen irgendwo mal eine Falle hier ballern. Okay, ich baller mal eine hier hin. Eine Falle, okay. So. Okay, Moment. Schmettern. Wo ist meine Falle? Da ist meine Falle. Rein mit dir in die Falle. Geh doch alle in die Falle. Super, pass mal auf. Entlüften. Okay, pass mal auf. Zimt. Schmettern. Moment, ich war falsch. Lassen es aber krachen. Oh, wir müssen entlüften. Pass mal auf. Achtung! Was, Achtung? Gib's ihm! Ja, ich versuch das ja mal. Boah, wo kam denn der Scheiß her? Freunde, Hilfe, Hilfe! Was ist das? Hinter mir. Da rechts! Ah, ich muss entlüften. Schmettern. Falle. Rein da. Wuppdiwappdi, wunderbar. Entlüften. Wo? Boah, irgendeiner rotzt hier total blaues, ekliges Zeug rum. Alter, hast du mich gerade angeballert, du dumme Sau. Pass auf! Boah, der hat mich umgerempelt! Der hat mich voll umgerempelt! Das hab ich dir halt, du kleiner. Verkackter Yankee! Ich weiß nicht, Yankee, war das die Konfiguration? War das die Grauen? Also die Grauen waren, glaube ich, die Bösen, weil die waren, glaube ich, für die Sklaverei. Wo ist meine Falle? Ich habe meine Falle verloren. Hallo? Ich glaube, da hinten ist eine. So. Okay, ich wünschte, die weg. Falle hätte ein Fenster. Das wäre ja. Eine kleine Winsberg-Schneekugel. Okay. Der ist noch nicht weg. So, bitte. Schmetterball. Bis ins All, der Schmetterball. So, kommst du jetzt mal hier, pass mal auf. Los, immer weiter. Links von dir. Links von mir, pass mal auf, ich bin ja gerade am... Wieso geht er nicht in den Pegel? Geh in den Pegel. Geh ins Licht. Okay, der ist wieder rausgekommen. Also... Okay, entlüften. Okay, Winston, ich komm. Ach, das brauche ich, okay. Ah, du Schweinebazillen, das ist unglaublich hier. Schmettern, wo ist meine Falle? Nimm mal diese hier, okay, rein. Jetzt dürft ihr euch in dieser kleinen Falle gegenseitig fertig machen. Genau, ne? Wenn ihr Bock auf Krieg habt, Freunde, ich hab das nicht. So, bitte sehr. Und darin. Immer rin in den Gin. Tralala, wo ist der kleine Penner hier? Gut geschossen, Cowboy. Und rein, ja, wuppdiwappdi. Was der Neuling da geangelt hat. Was hab ich geangelt? Waren das alle Kämen? Wir hatten einige Verluste. Verluste? Wer ist denn weg? Wer ist denn tot? Ist einer tot? Ja gut, ich meine, ein paar materielle Verluste, das ist schon richtig. Das ist Winston. Wo ist Peter? Das ist... Okay, aber hier die Szenerie finde ich geil, Freunde, muss ich ja sagen. Ein Bürgerkrieg und so, ne? Hier noch ein paar Zelte. Es sind ja vielleicht nur Ausstellungsstücke, aber auf den Fässern steht Explosiv. Ja, das ist schön. Ich glaube, wir haben ein bisschen gewütet. Das sieht man auch. Da ist die Gatling. Die haben die schöne... Ne, das ist eine Kanone. Krieg ich jetzt hier so eine wunderschöne... Ich möchte gerne So eine... Was sagen die in Fallout? Krieg bleibt immer gleich. Und das ist total richtig. Krieg ist immer scheiße. Egal was für eine.
Da gibt's das. Bruce, ein bisschen vorne. Wir gehen mal raus, bevor ich hier noch in den amerikanischen Akzente interagieren. Oh, tut mir leid, aber du hast mich zu Tode gelangweilt. Bewegst du dich mal? Ich hab dich zu Tode gelangweilt? Hey, Peter! Aus dem Weg! Du kleiner Prallemann, mich beleidigt keiner ohne Konsequenzen. Okay, das hier regnet es noch nicht rein. Dr. Wegmann, können wir die Tür Wir sind im Sicherheitsbüro. Ja, ja. Ich sehe euch Jungs auf den Kameras. Ich auch. Aber keine Spur von Elissa oder ihren Entführern. Nee. Anfang 1900 wurde das Museum von einer Gruppe Treuhänder geleitet. Mächtige Leute, Großindustrielle, Industriekapitäne. Der Vorsitzende war Cornelius Wellesley von International Steel. Die Gruppe nutzte das Museum als respektable Fassade für alle Arten von dubiosen Aktivitäten. Und sie war Mitglied eines Clubs unseres liebsten bösen Architekten. Sie heuerten Frauen von der St. Niklas Rehabilitationsmission für gefallene Engel an. Gerüchten nach führte die Gruppe üble Rituale mit diesen Frauen durch. Üble Rituale? Who you gonna call? Ghostbusters! Laden, Aden, Aden, Ghostbusters! Wir müssen diesen sabbernden Blubberkübel finden und Elissa! Oh, ich glaube, jetzt wird's ägyptisch. Hallo? Oh, bist du ein Kamel? Nein, du bist bestimmt ein großer Gott. Rette Elissa. Egypt, wir sind jetzt in Ägypten. Ah, eine schöne... Tja, da wären wir. Die ägyptische Ausstellung. Während meiner Doktorarbeit habe ich praktisch hier gelebt. Ja, Winston, das ist ja unglaublich. Wie kann ich mit... Ja. Wer war das? Damals war hier aber weniger schwarzer Schatten. Nein. Freunde. Heulende Schädel kann ich mich auch nicht erinnern. Okay, wir müssen das gleich hier zumachen, das Portal, sonst kommen da immer mehr raus. Entlüften, es ist so schön in Ägypten-Ausstellung, ihr macht den ganzen Scheiß kaputt hier, ich will Ägypten gucken. Moment, einmal ganz kurz hier. Hä? Wir sind der Hausmeister. Und wir machen wunderschön sauber. Was bist du? Bist du eine Nilpferdkuh? Ah, oh, du gehst bei mir in Wildlife Park 3. Das ist very, very gut. Mach ein bisschen hier Schleimerein. Alles schön sauber putzen. Dem hat's von den Füßen gerissen. Das sind nur noch die Füße, das ist... Voll die Schweinereien mit Schleimerein. Entlüften. Hä? Wer ist so tot? Tot eigentlich am Huhn? Oh. Oh, wisst ihr das tut endlich am Huhn? Oh, schaut mal. Tut, hier liegt tot endlich am Huhn. Oh. Oh. Großer Pharao. Hey, großes Pharao. Oh. Das ist wunderbar. Das ist total wunderbar. Aber du bist aber auch hier, das ist das Osiris oder wie heißen die? Oh. Also hier finde ich es echt toll. Hier finde ich, das gefällt mir sehr gut. Okay, wir haben es ein bisschen schmutzig gemacht, hier sind noch ein paar Hieroglyphen drin, ne? Ich kann natürlich perfekt Hieroglyphen lesen, also da steht, ich jetzt keine Zeit zum Lesen. So, pass mal, wir gehen jetzt mal durch, rein. Diese Schatztruhen. Ah. Ägypten ist das Land der Katzen. Das ist sehr gut. Eine schöne Truhe. Alles voller Truhen hier. Gefäße. Schaut mal, wie schön. Oh Gott, wo kommt man jetzt hin? Moment, Egypt, das ist die Sphinx. PKE-Meter verwenden. Pass jetzt auf! Ja, natürlich. Die Falle sperrt uns zusammen mit den Geistern ein. Wäre es nicht nett, hin und wieder mal ausgesperrt zu werden? Also, Winston, dir kann man zwar auch nie recht machen. Du bist immer am Meckern. So, komm mal irgendwie runter. Moment.
Oh, ich bin gerade wieder am falschen Moment. Ich muss ganz kurz mal wechseln. Bum, 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 bum. Ich glaube, wir sind. Boah, Alter, 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 pass mal auf hier, ne? Also, sollen wir nicht gewinnen hier? So, mit dem Schuss, den kann man die echt geil mitmachen. Was? Bum, Kopf bum. Runter! Wie Kopf runter? Ich habe meinen Kopf gar nicht oben, Kollege! So, flum, dum, dum, dum. Okay, den habe ich in die Wallerei geschossen. Jetzt hat mich irgendeiner in die Wallerei geschossen. Wer war das? Oh, was macht er? Ihr seid falsch. Hier ist Ägypten, Kollege, Ägypten. Okay, die kommen. Hat wer eine Falle aufgestellt? Ich bin der Einzige, der hier verkackte Fallen aufstellt. Das ist ein Scheiß hier. Ich denke, ihr seid Profis. Na gut, dann stelle ich meine Falle auf. Flum, wo ist meine Falle? Okay, okay. Gib's ihm! Halt ihn jetzt fest! So, jetzt will ich das hier. Meine Falle, du Pinkelmatrosin. Mich schießt hier keiner an. Wir sind in Ägypten, nicht im Sezessionskrieg. So, bitte sehr, meine Falle will ich aber wieder. Doch gleich wieder besser. Hey, Ray, wie kommen wir aus der Ägypten-Ausstellung raus? Die Haupttür ist hermetisch verriegelt. Der ägyptische Hauptraum? Sieh dir die Westwand an. Dort sollte eine Tür zur nächsten Ausstellung führen. Aber jetzt will ich mir erstmal ein bisschen die Ausstellung angucken. Ich finde das echt total schön hier. Ich bin ein totaler Ägypten-Fan. Ich war zwar noch nie in Ägypten, aber ich finde das diese ganze. Oh. Aha. Die Westwand. Ja, ich will jetzt aber erstmal hier ein paar Sarkophage mehr angucken. Also nicht was Westwand kann ich. PKE wieder verwenden. Ja, aber. Wenn es so lange kein Artefakt gibt, brauche ich das glaube ich nicht. Oh. Ja, ich komme ja schon. Das ist schon gut, Freunde. Ich hab mich aber trotzdem mal, schaut mal, wie schön das hier ist. Das ist, ach, das finde ich echt toll. Super, echt super, Freunde, super. So, Jungs. Ich sehe direkt auf die Westwand, aber hier ist keine Tür. Ich habe die Baupläne direkt hier und, oh, ich verstehe. Schlau. Die Geister haben ihre eigenen dimensional-anomalen Signaturen benutzt, um das Raum-Zeit-Kontinuum etwas zu verschieben. Die Tür ist immer noch da. Was ihr seht, ist ein Knick in der Realität. Die Geister haben die Tür aus dieser Existenzebene entfernt. Mit der Parabrille sehe ich nur eine Art leuchtende, lila Aura. Keine Tür. Naja, es ist nur eine Vermutung, aber da die Geister weg sind, sollte ihr Einfluss verblassen. Die Anomalie sollte sich selbst beseitigen. In ein paar Stunden vermutlich. In ein paar Stunden? Aber ich muss mal... Ich wünschte, ich könnte helfen, Zed. Aber jede Analyse an diesem Punkt ist rein theoretisch. Okay, aber die biologische Situation, in der ich bin, ist alles andere als theoretisch. Ich vermute, theoretisch betrachtet könnte positiv geladener Schleim die Verschiebung auflösen und alles wieder her... Schleim das Ding einfach voll! Freunde, habt ihr auch einen Knick in der Realität? Wir haben einen Knick in der Realität. Ich meine, ich habe auch wohl mehr als einen Knick in der Realität, aber das ist jetzt ein Parabel. Meine Leute, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir müssen dann den Knick in der Realität wohl irgendwie wieder knicken oder gerade biegen oder wie. Was macht man gegen Knick? Schreibt es mal in die Kommentare. Was macht man gegen Knick? Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinde vor. Hallo, die Fakka, ciao, ciao. Euer Knick in der Realität habende Spiegel 45 Geister.